So, unser nächster Roadtrip geht mit diesem Audi Q4 e-tron Quattro, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, mit soliden 270 Kilowatt von unserer fantastischen Hauptstadt, in der heute das EM-Endspiel stattfindet, bis nach Texas. Yeeha! Ja, ich werde die Stadt besuchen, in der Bobby Ewing geboren wurde, in der Dallas gedreht wurde, in der es Spareribs gibt, in der Ölbohrtürme zu Hause sind und so weiter und so weiter. Mal gucken, wie es da aussieht. Und ganz ehrlich, das ist in Hameln. So. Um es mal anders zu sagen. Ich liebe diese Soundanlage in dem Audi Q4 hier. Das ist schon geil. Die hat einen super satten Bass und ich mag ja gerne so ein bisschen poppige Musik zum Fahren. Das ist schon ziemlich cool. Hat ihr wirklich gut hinbekommen. Da, guckt an! Texas! So, liebe Leute, ich bin in Texas. Texas liegt in der Nähe von Hameln in Deutschland. J.R. Ewing wohnt leider nicht hier. Erdöl wird auch nicht gefördert. Es riecht auch nicht nach Spare Ribs und die Leute tragen auch keine Cowboyhüte. Aber es ist ein süßer, kleiner, schnuffeliger, verträumter Ort. Schaut euch an! Das ist Texas. Ja. So. Ich war in Texas. Das war der Roadtrip für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ja. Okay, du fährst mit deinem Audi e-tron exakt 100. Links von dir ist ein Abgrund. Rechts von dir fährt ein Feuerwehrauto. Vor dir galoppiert ein riesiges Schwein. Und hinter dir fliegt in Bodennähe ein Hubschrauber. Wie entkommst du dieser Situation? Du steigst einfach ab aus dem Kinderkarussell. Okay, als ich das Auto mit diesem Lack das erste Mal gesehen hatte, da hatte ich ein Bild von einer Aubergine im Kopf, zugegeben. Aber wenn die Sonne drauf scheint und mal keine Taube drauf kackt, dann glitzert der so richtig schön in der Sonne.